Hier ein kurzes Review-Video zu einem Produkt von der Marke Sinchimoru. Und da gibt es eben diese M-Plate bzw. MagSafe Magnetic Solution, nennen die das selber. Das heißt, es ist so ein MagSafe-Adapter zum Aufkleben, jetzt hier aktuell auf diese Rückseite von diesem Plastikteil angebracht. Und damit habt ihr eben die Funktion, dass ihr bei iPhones oder Zubehör, was ihr quasi im Einsatz habt und wo bisher quasi kein MagSafe-Verbot ist, also auch bei älteren iPhones zum Beispiel würde das gehen, kann man das hier hinten aufkleben und dann hat man eben an diesem Gegenstand, den man eben verwenden möchte, MagSafe. Und das ist eben der Vorteil. Also man hat hier zum Beispiel diese magnetische Verbindung und hat dann halt die Chance, Dinge auch auf dem Zubehör zu befestigen, was jetzt vielleicht nicht grundsätzlich dieses MagSafe unterstützt. Und ich sag mal, das ist das Praktische. Und jetzt hier mal so ein paar Limitationen, weil ich habe das getestet, zum Beispiel auf einem iPhone SE der zweiten Generation, also von 2020. Auf diesem iPhone habe ich das hinten angebracht, direkt auf dem Glas. Und damit konnte man dann zumindest das iPhone quasi auch an MagSafe-Zubehör eben anbringen und zumindest auch vorübergehend laden. Jedoch muss ich sagen, dass ich mit einigen Powerbanks, zum Beispiel von Anker, da gibt es zwei MagSafe-Powerbanks. Da habe ich das auch getestet und da hat es zum Beispiel dann nicht funktioniert, dass das geladen hat. Das heißt, da war irgendwie, obwohl es ja über Induktion dann laden müsste, das iPhone, war dieses Kompatibilität halt nicht gegeben zu dieser MagSafe Powerbank, zu einem iPhone, was eben kein MagSafe grundsätzlich unterstützt hat. Und das kann natürlich dann ein Problem sein. Das heißt, grundsätzlich kann man nicht bei jedem iPhone damit sozusagen diese MagSafe-Kompatibilität nachrüsten, beziehungsweise hängt dann noch auch wieder von dem Produkt oder von dem Charger quasi ab, den man damit verwenden möchte. Hier mit diesem MagSafe Charger fürs Auto und so weiter funktioniert das Ganze. Also da kann man das laden. Je nachdem müsst ihr Powerbank oder Gerät, was ihr damit betreiben wollt und dann hier auch befestigen wollt, müsst ihr halt das testen. Beziehungsweise zumindest auch vielleicht in Amazon bei den Bewertungen mal nachschauen, weil diese Hülle bzw. dieses Klebeteil hier, dieses Klebepad, kostet auf Amazon so knapp 15 Euro im Juni 2022. Und ich sag mal, je nachdem kann man da vielleicht auch aus Bewertungen schon herausnehmen, ob das jetzt geht mit dem grundsätzlichen Gerät. Oder ihr packt es mal unten hier in den Kommentarbereich. Wenn ich habe ein paar im Einsatz, kann ich das auch beantworten, ob es vielleicht mit den Geräten geht. Genau. Und grundsätzlich, man sieht jetzt hier, das kann man halt aufkleben. Das hat 1,5 mm in der Dicke. Das heißt, es trägt nicht allzu sehr auf. Allerdings sieht man jetzt auch hier oben bei mir im oberen Teil, ist dieser Ring schon gebrochen. Das heißt, der ist nicht sonderlich stabil. Und auch hier unten sieht man schon so einen Riss. Das heißt, da könnte die Produktqualität aus meiner Sicht besser sein, beziehungsweise es müsste auch stabiler sein, dass man das zur Not halt auch mal noch ablösen kann an einem Objekt und dann an das nächste wieder befestigen kann. Das heißt, das ist eher schwierig. Und was ich halt auch festgestellt habe, wenn ihr zum Beispiel auf euer iPhone SE so eine Apple Silikonhülle angebracht habt an diesem iPhone zum Schutz und so weiter, dann geht es zum Beispiel nicht, dass man damit das iPhone, wenn das unter der Hülle angebracht ist, noch mit MagSafe betreiben kann oder halten kann. Da reicht diese Stärke von den Magneten, die jetzt hier drin sind, nicht aus. Das heißt, durch eine Hülle geht es nicht und dann müsste man das quasi auf, also diese Halterung müsste man diese Endplate auf der Außenseite dann aufbringen oder ankleben. Und da habe ich auch festgestellt, dass das nicht funktioniert. Das heißt, zumindest bei einer Silikonhülle war der Halt hier von diesem Kleber und von diesem Klebepad nicht stark genug, dass es da konstant gehalten hätte. Und ich sag mal, bevor man riskiert, dass dann das iPhone zum Beispiel im Auto oder auch am Fahrrad oder wo auch immer man das dann verwenden wollen würde, dann runterfällt und kaputt geht, würde ich eher sagen, lasst es lieber. Und ich sag mal, für Zubehör könnte sich so eine M-Plate hier lohnen. Ich habe zum Beispiel so eine Halterung hier gedruckt, die ist jetzt noch nicht ganz fertig, beziehungsweise hier oben müsst ihr euch vorstellen, war noch eine Halterung dran. Da habe ich getestet jetzt auch, wie stabil das ist und drum ist die jetzt hier gebrochen. Da war quasi ein HomePod Mini hier eingesetzt und auf der Rückseite konnte ich dann eine Powerbank mit USB-C eben auch über MagSafe, die hat diese MagSafe-Kompatibilität, konnte ich die hier anbringen und dann quasi auch diesen HomePod Mini hier oben laden und dann auch mobil quasi verwenden. Zum Beispiel auf dem Balkon, wo man keinen Stromanschluss hat. Eine ganz praktische Sache. Und von daher, da war dieser Einsatzzweck jetzt gedacht und darum habe ich da hinten auch so eine Einkorbung gelassen, dass man da dieses M-Plate quasi aufkleben kann. Und aber da muss ich jetzt sagen, also für sowas würde ich das eher nehmen, beziehungsweise kann ich es eher empfehlen, wie jetzt für ein iPhone, um da irgendwie MagSafe-Kompatibilität nachzurüsten. Da hatte ich jetzt nicht so den Eindruck, dass das gut funktioniert. Das heißt,
Da bleibt dann leider kein Weg, außer dass man dann halt zum günstigsten iPhone mit MagSafe eben greift. Und das ist wahrscheinlich das iPhone 12 Mini aktuell, jetzt hier im Juni 2022. Von daher, das ist dann leider immer noch der einzige Weg, der, ich sag mal, funktionstechnisch ohne Probleme verwendbar wäre oder zu empfehlen wäre. Und ich sag mal, man kann das jetzt hier testen, aber es ist halt immer noch eher so ein Bastelteil, also jetzt nichts, worauf man sich 100% verlassen kann oder sollte. Zumindest nicht aus meiner Sicht und auch nicht nach meiner Erfahrung. Wenn ihr hier auch Erfahrungen gesammelt habt, könnt ihr die gerne unten in den Kommentarbereich schreiben. Würde mich auf jeden Fall interessieren, wie das bei anderen Anwendern eben aussieht. Und grundsätzlich ist es zwar eine interessante Idee, sich solches so Zubehör nachträglich noch zu liefern oder auch bereitzustellen. Ich denke nur, oder ich habe halt leider da nicht jetzt die besten Erfahrungen gemacht. Von daher denke ich, dass es nicht für jeden hier was sein wird, beziehungsweise eher für die Leute, die, ich sag mal, mehr so DIY-Projekte und auch sich selber ein bisschen basteln und auch testen zutrauen und das auch sie einsehen. Und ich sag mal, es ist jetzt hier keine Plug-and-Play-Solution. Von daher, das sind diese Kritikpunkte, die man einfach da dran sehen kann. Und das wollte ich jetzt hier mal in diesem Review-Video kurz festhalten. Und wenn ihr Fragen dazu habt, packt die gerne unten in den Kommentarbereich. Und sonst soll das erstmal das Video gewesen sein. Ciao, ciao.